der in Trondheim noch einmal, sei es gesagt, seinen vierten Weltcupsieg eingefahren hat. Der hat es allerdings auch nicht schlecht. Also wie gesagt, die erste Phase wichtig, wenn er da durchkommt. Ito, ganz ja, sicher einer durch. Der Favoriten, oh. Der kommt durch. Der ist weit, ja. Der ist weit. Ja. Ito. Ito wird möglicherweise kaum zu schlagen sein. Zumindest hat er den mal. 132,5 Meter für Daiki Ito. Und wenn von ausgleichender Gerechtigkeit gesprochen wird, bei ihm trifft es sicherlich zu. Er hat in Innsbruck so viel Pech gehabt. Er hat in Engelberg richtig Pech gehabt. Vor allen Dingen Innsbruck. Ja. Hatte eigentlich sogar die Tournee verloren.